So, Dach Leute, da sind wir wieder zurück bei Call of Duty World at War. Mit der heißesten Waffe in der Hand, die man leider nur einmal nutzen kann. Und das werden wir jetzt auch. So die Theorie. Aber unsere Jungs sind so clever und haben tatsächlich unsere Position aufgegeben. So, aber diese Taktik werde ich jetzt weiter verfolgen. Vielleicht sind hier in der Nähe auch noch irgendwo Granaten. Nee. Naja, aber die sind auch nicht so weit weg hier. So, das gute Mörsergeschoss. Scharf gemacht. Schalten Sie alle Feinde aus. Einfach alle. Aber wenn es alle sind... Okay, ich komme gleich wieder, Jungs. Macht euch keine Umstände. Ich bin der Mörsermann. Ich komme an die Mörsergranaten ran. Sammle gleich noch ein bisschen Muni auf. So. Und die nächste. Duck. Kann ich die eigentlich von hier einfach drüber werfen? Aber unsere Jungs haben ja auch gesagt, dass der Luftangriff von unseren Leuten bald kommt. Von daher... Oh. Natürlich kommt wieder eine Granate. Was sonst? Oh, das ist unsere. Polonski, es tut mir wirklich leid. Es ist nicht nur eine leere Phrase gewesen, es tut mir wirklich leid. Oh, oh. Sehr ungünstig. Ach, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir holen uns wieder eine Granate ran und schmeißen sie einfach in ihre hässlichen Fressen. Anders wird das ja hier nix. So, ran damit. Scharf gemacht. Das Problem ist halt, wenn ich drauf gehe, dann war das Ganze wieder umsonst. Und das ist sehr schade. So. Ja, was macht schon Spaß. Alter, was das für ein Wumms hat. Das sind unsere kleinen Mini-Granaten hier, diese Eier, die wir haben. Das ist einfach nix. Wenn unsere Jungs auch mal so clever wären, würde jeder hier einfach, wenn er gestorben ist und neu spawnt, mal so ein Ding in die Hand nehmen. Aber nee. Er kommt hier immer wieder über einen Maschendrahtzaun gesprungen. Und stirbt seinen gerechten Tod. Hallo. Als Belohnung. Ey, jetzt sind irgendwie alle Jungs hier schon weitergerückt, ne? Alle? Nein. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Ey, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich es anders machen soll. Ich versuche das jetzt wirklich einfach noch ein paar Mal, die Dinger da hinten hinzuwerfen. Man muss wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Anzahl an Gegnern einfach töten und dann rücken unsere Jungs vor. So habe ich das jetzt verstanden. Und ab und zu läuft hier immer mal wieder einer mitten im Gras. Die sind da wahrscheinlich alle gemeinsam kacken gewesen oder so. Ja, ja. Boing. So, jetzt schnell wieder weg, bevor hier gleich wieder Granatenflug kommt. Na gut, dann probieren wir es mal so richtig. Ups. So, schon mal einen von uns abgeknallt. Geht schon mal gut los. Das ist eigentlich wirklich das Schlimmste, wenn ich hier jetzt sterbe. Muss ich alles nochmal machen. Alles nochmal. So. Na, hau das Ding weg. Ich habe auch so ein bisschen Schiss, dass sie hier drüben gleich kommen. Mir in den Rücken schießen. Das ist ja durchaus... wirklich immer gut, wenn ich das Magazin komplett leer ballere. Ne? Tot? Oder lebst du noch? Oh Gott, wie viel denn noch? Wie viel denn noch? Ja, wachsam bleiben. Fick dich doch. Och, ich... Nee. Er ist wieder irgendwo hängen geblieben. Ich konnte nicht springen, ich konnte nicht zurückgehen.
Mann, 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 ey. Das ist einfach eine Holzkopfaktion. Ja, wenn sie beim letzten Level keinen Bock mehr gehabt haben, den zu programmieren, dann ist es echt, echt scheiße. Also, Mann, ich konnte nichts machen. Geh doch mal. Meine Herren, ey. Sowas Bescheuertes. Den ganzen Aufwand und dann wegen irgendeinem blöden Kackfehler muss man alles nochmal machen. Das ist echt das Letzte. Das finde ich echt nicht lustig. Ja, da habe ich auch echt keinen Bock mehr dann auf so einen Mist. Da kämpft man sich hier Millimeter für Millimeter vor und dann bleibt man wieder mit seinem dicken Hufeisen irgendwo hängen. In irgendein Stückchen Kacke reingetreten und die klebt so dermaßen, dass man sich nicht bewegen kann. So, das musste mal gesagt werden. Also das ist echt, in diesem Spiel, ich bin in keinem anderen Call of Duty so oft hängen geblieben. So, dass man echt nicht weiterkommen kann. Das ist echt einfach nur scheiße. Aua. Aber wieder zurück zum Spiel. Kann man jetzt nicht ändern, da müssen wir durch. So, und ich werde es durchspielen. Ich werde es schaffen. Da gibt es kein Zurück. Ich werde es schaffen. So wie ich alle anderen Spiele dieser Welt auch durchspielen werde. Viele werden. Ist meine Muni auch noch alle. Also ich finde es aber echt gut, dass es hier eigentlich immer zwei Wege gibt jetzt. Nicht, dass es jetzt bahnbrechendes Leveldesign wäre. Aber es ist schon nicht schlecht. Es ist eigentlich immer gespiegelt. In der Mitte. Ja, ich weiß. Kenne ich. Schon mal gesehen, so eine Granate. So, aber wir holen uns jetzt nochmal so eine schöne Mörsergranate und hauen die da hinten rein. Wenn die jetzt alle darunter rushen, zwirbeln wir den richtig an. Warte mal, hier lagen doch mal hier, sowas. Da, wieder 28 Schuss. 78 Schuss. Sehr schön. Los jetzt, nimm's. Es besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass ich mir selbst so ein Ding ins Gesicht drücke. Aber mit dieser Gefahr muss man einfach rechnen. Zack. Bams. Und jetzt ist unsere Aktion hier gefragt. So. Ich trau mich nicht vorzugehen, ich trau mich einfach nicht. Irgendwo da, genau da. Eine Rauchgranate wäre jetzt echt gut. Ist das ein Gegner? Nee. Gebumst hat's. Viel gebracht hat's nicht. Ist auch noch ein Gegner. So viel Gegner. So. Wir kämpfen uns vor. Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir noch. Das ist alles machbar. Mit viel Ruhe, Spucke, Geduld. Ach Mann, ey, die habe ich doch voll getroffen. Ja, wo denn? Oh, hier, tatsächlich. Direkt vor mir. Ich würde auch gerne so gerne eine schöne Granate haben. Ist da einer? Da ist noch ein Helm. Okay, es ist ein einsamer Helm allein unterwegs. Und wir haben wieder Granaten bekommen. Oh, unsere Jungs rücken vor. Wir machen was richtig.
Haha. So. Jetzt wirbeln jetzt mal schöne Granaten rein. Alter! Bums. Bums. Jetzt noch eine. Panische Infanterie, wenn ich das mal höre. Als würde das irgendwas ändern in unserer beschissenen Situation. Wo sind sie denn hin? Da sind doch gerade welche weggerannt. Ich renne da jetzt hin. Rock'n'Roll. Okay. Jetzt ist euer Zeitpunkt gekommen, um hier mal vor zu rushen. Keine Ahnung, ob hier welche sind. Aber wenn, sind sie jetzt tot. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gestafft. Wir haben es gestafft. Meine Herren. Ziel erfüllt. Rein da. Was? Shh. Wollen wir jetzt auf einmal schleichen oder was? Achtung! Feuer frei! Miller, an das MG! An welches fucking MG? An das MG? Bist du blöd? Ich gehe nicht an ein blödes MG. Das hat mir noch nie geholfen. Alter. So viele Gegner. Achtung! Ich gehe nicht an das fucking MG. Geh selbst an das scheiß MG. Gehe ich nicht. Sehe ich nicht ein. Mm-mm. Wams. Okay, wir müssen da links lang. Wir müssen links lang. Hier ist keiner. Haha. Alter! Weg mit dir, du elender Schweinehund. Wo kommst du her überhaupt? Meine Herren. Unsere Jungs sind schon drin. Oh, das ist viel zu ruhig. Runter in die Tunnel! Okay. Runter in die Tunnel. Runter in die Tunnel, runter in die Tunnel. Na, passt auf, das wird der entscheidende Gegenschlag. Das waren, glaube ich, nur Schatten. Ich habe mich tierisch erschreckt von den Schatten meiner Kollegen. Wie auf Arbeit. Worauf schießen? Die Fässer. Du Arsch! Du dummer kleiner Spast! Ich hab grad die Granate gezogen und da die fucking Explosion. Nee. Achtung, Gegner. Ja, setz dich ruhig auf mein Gesicht, Dornink. Von dir habe ich noch nie was gehört, aber dass wir schon so gute Freunde sind, das ist durchaus schön. Als guter Freund drückt man doch mal gerne seinen Arsch in das Gesicht des Freundes. So, unsere Zeit ist gekommen. So, irgendwie hat mich doch hier gerade einer angegriffen. Der. Woher kam der? So, Jungs, ich kann schon mal was verraten. Wir müssen da runter. Was du nicht sagst. Auf diese Fässer schießen! Gebt ihn! Achtung! Ich habe Achtung gesagt. Achtung ist das internationale Zeichen für Obacht, Granate im Anflug. So. Das ist... Ey, ich bin echt angespannt. Ich rieche den Sieg. Kontrollpunkt erreicht. Ich rieche den Sieg. Das ist das abschließende Gefecht. Ich kann wieder nicht zurückgehen. Was ist denn hier? Mann. Ständig wirft mir irgendein Kollege eine Kiste in den Rücken. Fuck, der da oben. Und runter. Alter, weiter Feuerschutz geben. Da hinten brennt die Hütte. Und hinterher. Irgendwo da sind sie. Bin mir nicht ganz sicher, wo.
wirkt erstmal sicher, wo ich gerade bin hier. Können wir da rein? Ist der da rechts weg? Der ist rechts. So, jetzt ist unser heldenhafter Auftritt gefragt. Meine Herren, der schlittert hier hin und her, unser Kollege. Polonski. Ich hätte nie gedacht, dass du so eine wichtige Rolle spielst in diesem Krieg. Und wir haben wieder zwei Granaten bekommen. Korrigiere. Vier. Er macht hier voll ein auf Rambo. Boing. Polonski oder wer auch immer das war. Dieses ständige mich erschrecken. Sichern Sie Nachschubler Innenhof, alles klar. Sarge, da bewegt sich was. Da bewegt sich was? Weißt du, wie groß das ist hier? Fick dich! Du Spast! Du altes Stück Scheiße, Mann, ey! Ach, das war doch klar! Die ergeben sich doch nicht! Oh, Mann, jetzt geht das Ganze von vorne los! Ja, aber warum? Das ist doch klar, dass die nicht aufgeben. Die haben noch nie aufgegeben. Die kämpfen bis zum bitteren Rülps. Oh, jetzt ist der Sarge tot. Ich habe wenig Muni, das ist viel schlimmer. Linie halten. Nur weil du Ziegen nimmst, muss ich nicht meine Linie halten. Oh, da ist ein Mörser. Komm. Hoffentlich bleibt hier keine Kackgranate an dem kleinen Vorsprung hängen. Das wäre jetzt ganz übel. Das ist eine gute Taktik, die ich habe. Das ist eine Granate. Gibt's gleich wieder zurück. Und die gibt's auch wieder zurück. Das ist... Dieses Geräusch, diese Geräusche sind sehr beunruhigend. Rufen Sie per... Was? Soll irgendwie runter. Okay, ich hab was richtig gemacht. Und wir mörsern weiter fröhlich vor uns hin. Wo sind die Scheiß? Da oben kommen sie. Da oben kommen sie. Jetzt kriegt ihr richtig auf den Sack. Da ist eine Granate hinter mir. Ich muss weg. Jetzt. Oh, da ist die nächste Granate. Ich kann nicht kurz stillstehen. Ich wollte nur mal gucken, wie die Action da gerade ist. Ich kann einfach nicht stillstehen. Und das Ganze von vorne, oder was? Wo ich denn hier hin? Nee. Da ist er doch! Wen oder was schießt du, Mann? Warte, Granate. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, die haben alles zugeräuchert. Ich sehe nichts mehr. Da sind sie. Boing! Fuck. Fuck! Shit, ey. Jetzt haben die diesen blöden Rauch auch endlich entdeckt. Oh! Die Erfindung des Rauchs. Oh, shit, Granate. Ich feuer nicht mehr weiter. Gibt's hier irgendwo noch... Luftangriff unterwegs. Komm, komm, komm. Wo kommen sie denn? Shit, Granate. Weg. Da kommen sie. Yes! So, wir brauchen aber nochmal einen, habe ich das Gefühl. Wir könnten natürlich nochmal ein paar Granaten mitnehmen. Ich meine hier natürlich, wenn ich gerade von Granaten rede, dann meine ich natürlich unsere Mega-Bumser. Oh, fuck, das sind zu viele. Da komme ich nicht hin. Oh, der hat die Granate echt wieder gegen die Kiste gehauen, dieser Idiot.
fuck, ey, sind das viele. 5 Sekunden noch, 5 Sekunden noch. Nur noch 5 Sekunden, nur noch 5 Sekunden. Wir können wieder. Der sitzt. Der sitzt, das kann ich euch sagen. Jetzt gibt's richtig ordentlich eine auf den Arsch. Lass ihn in Ruhe. Oh Mann, 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 da kommen sie. Fickt euch, ihr dummen Spasten. Das war nicht da, wo ich das hingeordert habe. Ich nehme keine Granaten mehr. Wie viel gibt's denn von euch? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab schon so viel abgeknallt. Reinholzen, einfach rein. Und jetzt natürlich wieder ein bisschen in Deckung gehen. Wir wollen nicht zu viel. Oh oh. Oh oh. 10 Sekunden noch, 10 Sekunden. Ist voll zersägt. Alter. Okay, 5. Unten, unten sehen wir es gleich wieder, wenn es angezeigt wird. Jetzt. Shit, das ist. Es tut mir echt leid, Jungs. Das ist leider etwas daneben gegangen. Kommen Sie da. Das könnte leider etwas auf unsere Jungs gehen. Aber Kollateralschaden gibt es auch hier im Krieg. Ich glaube, wir müssen da hinten das Häuschen kaputt machen, habe ich das Gefühl, oder? Heißt ja auch, wir müssen diesen komischen Palast in die Luft sprengen. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Auf den Palast gehen. Und runter. Okay, die letzten Sekunden laufen. Die letzten Scheißsekunden laufen. 5. Der Palast ist jetzt dran. Der Palast ist dran. Scheiß die Wand an. Das sind zu viele. Ach Mann, ich glaube, ich habe es einfach versiebt. Ich muss auf den Palast gehen. Und nicht auf irgendwas anderes. Wo muss man hingucken hier? Auf jeden Fall gehe ich wieder zurück. Jeder braucht Deckung. Deine Mutter braucht Deckung. 20, jetzt ist wieder 20. Eben war es 5, dann ist wieder. Wieder mal mehr. Ah. Ah. Nein. Haha. Harry Potter. Dich haben wir alle gemacht. Endlich. Das wollte ich schon immer machen. Du alter kleiner blöder Arsch. So. Das jetzt was bringt. Granaten. Ich lache. Oh. Das nächste Mal, das nächste Mal, Mamas. Diesmal wird's jetzt nichts. Ich brauche eine kurze Pause.